So, da bin ich wieder zurück. Ich war jetzt bereits in meinem Haus. Ich habe mir einfach nur gedacht, ist das ein Schwein oder ein Bär? Ich habe mir einfach nur gedacht, da ist der Bär. Ich kann mir mal eben die Zeit sparen. Ich muss ja nicht die ganze Lauferei mit drauf haben, wenn wir schon kürzere Folgen haben. Deshalb habe ich mir den halben Laufweg jetzt mal hier gespart. Wo muss ich denn hin? Naja, ich laufe doch komplett in die falsche Richtung, Alter. Nee, tue ich nicht. Ich muss irgendwo hier hin. Bin da viel weiter gelaufen. Jetzt finde ich es nicht wieder, Mensch. Also ich sollte mir da dringend mal jetzt gleich einen Waypoint setzen. Sonst ist blöd, wenn ich es nicht wiederfinde. Ist relativ weit weg von meinem Haus. Weiß ich gar nicht, ob mir das gefällt. Da ist es. Ah ja, und da ist auch schon wieder ein neuer Zombie gespawnt. Gut, dann M, schnell hier einen Waypoint setzen. Okay, Iron Bars. Iron Bars. Wie viel? 24. So viel brauche ich nicht. Aber 20, nee, brauche ich auch nicht. Aber kann nie schaden, wenn man mal ein paar mehr hat, ne? 1, 2, 3. So, dann pflanzen wir uns da Iron Bars rein. Ich könnte mir eigentlich mal eben hier eine Stone Axe basteln. Wenn wir fertig sind, ja, die mir mal zuerst basteln sollen. 15 Uhr. Ja, noch ist Zeit, ne? Ich glaube, ich schieße den da hinten mal weg, bevor der mich sieht und seine Freunde holt. Ah, schade. Sag mal. Gibt's doch nicht, ey. Ey, gleich schieße ich mit der Shotgun ab, ey. Nervkröte. Haben wir denn hier schon welche? Ja. Haben schon ein paar. Dann können wir schon mal anfangen. Dann gehen wir hier mal raus. Dann setzen wir die mal hier so hin. Eins, drei. Na. Okay. Level up. Okay, und das reicht doch. Dann brechen wir das mal ab. 8, 9. Ja, da kann ich keine hinsetzen, ne? Nee, da kann ich keine hinsetzen. Ich kann keine Cobblestone-Dreiecke setzen, ne? Das ist das Ding, glaube ich, was mich da gestört hat. Ich weiß es nicht, ob das das Problem ist. Naja, drüber weglaufen tun die ja nicht, wenn ich die so mache. Dann rennen die da ja gegen, ne? Oder springen die darüber? Weiß es nicht. Wir machen das jetzt einfach mal. Der Gedanke ist, glaube ich, klar. Ich muss gegen den Uhrzeigersinn setzen oder wie sieht das aus? Nee. Sekunde. Jetzt haben wir die so. Ich glaube, im Uhrzeigersinn musste ich gehen, ne? Sonst drehe ich mich hier tot, oder? Ist das so? Ich glaube, im Uhrzeigersinn habt ihr mal gesagt, ne? Oh, ist das. Okay. So passt das wieder. Und jetzt einmal drehen. Aber was machen wir damit? Wir können da keine Ecken machen. Dann müssen wir die Ecken müssen wir aus Holz machen. Wahrscheinlich. Ich glaube, das wird nicht anders gehen.
machen wir die aus Cobblestone hier, die Ecken, glaube ich. Ja, und oben drüber eine aus Holz. Kommt da so eine Mini-Horde an oder was soll das werden dann? Die brauchen nur drei. Ja. Da kommt so eine Art Wanderhorde an. Da kommt so eine Art Wanderhorde jetzt an. Komm, die können wir aber niederknüppeln. Das sollte ja wohl funktionieren. Und dann machen wir die auch schnell. Und dichter auch. Ja, das war eine Dreier-Wanderhorde. Ich glaube ja nicht, dass das funktioniert. Unterm Bug habe ich mir offen gestanden auch was Besseres vorgestellt. Aber ich möchte zumindest irgendwas für die Nacht haben. Und vermutlich ist das große Haus stabiler. Und zwar deutlich und deutlich besser auch für mich. Als das hier. Da habe ich ein echt blödes Gefühl bei. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann brauche ich eine Hedge. Eine Wooden Hedge brauche ich. So, und jetzt können wir auch noch eine Stone Axe eben herstellen. Müssen wir ja machen, damit wir was aufwerten können. Dann kommt die Hedge hier rein. Ach nee, ach, das geht gar nicht, was? Hm. Erstmal dicht machen hier. Dann mache ich da keine Hedge rein, dann mache ich da den hier dann rein. Dann springe ich da einfach raus. So, genau, okay. Jetzt, dann fangen wir mal an, hier eben aufzuwerten. Doch, dafür reicht mein Holz. Ich habe das Gefühl, ich bleibe gleich hier über Nacht. Weil jetzt nach zurücklaufen, da reicht die Zeit gar nicht, glaube ich. Also, nee, ich bleibe hier. Trinken habe ich, Essen brauche ich gerade nicht. Ich fühle mich hier nicht gut, nicht wirklich gut. Ich muss mir hier im Boden einziehen, weil ihr seht, das ist zu... Moment, spätestens wenn hier Spucker kommen und explodieren, bin ich doch am Arsch, oder? Sehe ich das falsch? Spätestens wenn hier ein Spucker explodiert, bin ich doch tot, oder? Würde ich mal annehmen, ne? Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, ich kriege da ein Problem, ne? Also okay, das ist kein richtiger ernstzunehmender Bunker, das ist eigentlich ein Witz, gebe ich zu. Aber vielleicht kann man von hier trotzdem irgendwas machen. Bräuchte Deckungsmöglichkeiten. Ne? Wenn hier ein Spucker explodiert, sieht das nicht rosig aus. Nee. Ich glaube auch nicht, dass die hier drüber rennen. Die werden hier gegenschlagen, glaube ich. Dann. Wir müssen mal gucken. Okay, wir werden hier mal schaufeln. Ah, okay, da kommt schon Stein. Na. Wow, der ist aber hartnäckig. Das braucht aber ganz schön. Weil, was ich hier brauche, ist auf jeden Fall ein Fluchttunnel. Vielleicht gehe ich dann ja noch weiter in den Boden oder sowas. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall einen Fluchttunnel, mit dem ich hier wegkomme. Das ist irgendwie auch klar. Ich glaube, ich werde hier gleich wieder ein Problem haben, eine Leiter zu setzen, eine geeignete. Habe ich oben den Deckel drauf gemacht? Ja, habe ich. Hm, ein Bär. Super. Hat mir jetzt auch noch gefehlt.
ist, glaube ich, tief genug. Ne? Komm, den einen mache ich noch. Habe ich genug Metall eigentlich mit zum Reparieren? Ja, habe ich. Ich könnte noch reparieren, kann ich noch. So, ich muss mal erstmal was trinken. Ohne Ausdauer ist doof. Also müssen wir mal gucken, in welche Richtung wollen wir denn unseren Dings schlagen? In die Richtung hier, ne? Ja. Pack hier einfach mal. Warum ist denn hier... Warum ist denn unter mir Stein und hier ist nur Sand? Das muss ich aber nicht verstehen, oder? Und hier ist wieder... Ist wieder Stein? Hallo? Was ist denn das? Das sieht ja komisch aus. Ich muss gleich mal Licht anmachen. Hier bin ich eins zu tief. Da einfach mal ein bisschen Erde eben rein, damit ich hier gerade laufen kann. Ich glaube, hier bin ich auch eins zu tief. Ja, genau, okay. Dann muss die Erde hier weg. F. F. So, passt. Okay, dann haben wir hier Stein vor uns. Ich habe das Gefühl, das kann ein bisschen dauern. Mit dem Fluchttunnel. Durch Stein. Also mit einer gelben Axt. Merkwürdig. Teilweise ist es doch nur Sand. Hier ist wieder... Das muss ich nicht verstehen, ne? Wird komisch gewachsen hier alles. Ne, ich bin irgendwie noch undetected. So, da ist wieder Sand, hier Stein. Trinken wir nochmal was. Ah, so viel kann ich nicht mehr trinken. Jetzt wäre auch mal der Zeitpunkt, wo ich meine Axt reparieren sollte. Und ich sollte mir meine Leiter nach oben setzen. Ich glaube, ich werde hier einfach mal die Nacht weitermachen. Vielleicht fangen sie an zu rennen. Das ist der Zeitpunkt, wo ich mich kümmern muss. Auch Leitern. Irgend so ein Arsch haut dagegen. Das geht gar nicht. Hätte doch mal die Leiter vorher bauen sollen. 18 Leitern sollten ja wohl reichen. Mal gucken, ich habe ja immer so ein Leitersetzproblem. Ich gehe mit Leitern ja auf Kriegsfuß. Gib mir 6, schnell. Gut, der wird ja so schnell nicht da durchkommen durch die Wand, ne? Würde ich mal denken. Okay, da kann ich Leitern setzen. Das sollte funktionieren. Kann ich denn hier noch eine Leiter setzen? Brauch Licht. Kann ich da keine Leiter dran setzen an dem Frame? Warum nicht? Okay, ich kümmere mich da mal drum, warum das nicht geht. Ich glaube eher, dass hier einer fehlt.
nämlich doch. Komm hier hoch und. Da ist er. Kann ich dadurch looten? Nee, das ist ja schade. Naja doch, wenn er mir die Hand gibt, kann ich ja auch looten. Gib mir die Hand. Ich glaube, das wird ein Screenshot. So, okay. Moment. So, dann, ja. Ich mache hier mal Schluss und arbeite mich in der Nacht weiter in den Hügel rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Aber dann ist es hier schon wieder... Oh, ist das schwierig. Ich komme nicht mal in dieses Loch rein. Warum denn nicht? Jetzt ernsthaft? Warum komme ich denn hier nicht runter zum Geier? Ich kann nicht mal fallen. Okay, ich kläre das. Bis dann.